Hallo miteinander, falls das Mikrofon funktioniert, ja. Es ist der erste Vortrag mit dem Chris Bühler. Ich habe mir zur Vorbereitung einige von seinen Sachen angeschaut, habe es super spannend gefunden. Es geht um Cyberethik, es geht darum, kritisch zu denken, mitzudenken. Und ich habe auch mitbekommen, dass es recht interaktiv wird werden. Ich glaube, darum habt ihr auch den Vortrag ausgewählt, oder? Und wir haben noch gehört, bitte, wenn ihr dann mitredet, auch sehr deutlich ins Mikrofon reinreden. Das wäre noch ein Anliegen. Somit würde ich eben euch herzlich willkommen heißen und am Chris weitergeben. Gut, vielen Dank. Vielen Dank auch für den Applaus für die charmante Moderatorin, die mich übrigens explizit darauf hingewiesen hat, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, klatscht ruhig nochmal für Sie. Und gerne auch schon vorweg einen Applaus für die Technik, um mich ein bisschen einzuschleimen. Ja, vielen Dank. Ich bin leider sehr, sehr knapp nur gekommen, weil ich aus einer im Nachhinein lustigen Situation aufgehalten wurde. Aber das erzähle ich euch jetzt nicht, sonst ist die halbe Zeit vorbei. Und Technik und Moderation haben wahrscheinlich Blut geschwitzt und haben jetzt alles zum Laufen gebracht. In Rekordzeit, das freut mich natürlich extrem. Vielen Dank, dass ihr mich da unterstützt mit eurem Applaus. Im Dank für die beiden Parteien. Jetzt aber gleich in medias res, als Philosoph spricht man ja gern ab und zu ein bisschen lateinisch. Es geht eben um praktische Cyberethik heute, praktische Philosophie. Was ist das schon? Kurz nur ein, zwei Worte zu mir. Katja hat ja schon eigentlich das Wichtigste gesagt. Ich versuche mich jeweils so in 11 Hashtags zu beschreiben, weil ich das spannender finde als irgendwie stundenlang akademische Meriten und was ich wo publiziert habe und wo nicht herunterzubeten. Die wichtigen Dinge hier fett natürlich ist heute Cyberethik, logisch, um das geht es schon im Titel der Session. Es geht aber auch eben mir häufig um Digitalisierung und Gesellschaft. Wo kann man das besser machen als an einem Event der digitalen Gesellschaft? Und eben kritisches Denken, das hat Katja auch schon genannt. Was jetzt nicht fett ist, aber heute durchaus auch wichtig, ist vielleicht noch dieser Punkt Impro-Spieler. Ich bin Impro-Theaterspieler und sonst wäre ich wahrscheinlich auch ziemlich nervös geworden. Ihr werdet das aber hoffentlich auch noch ein bisschen mitkriegen. Denn aus dem Impro kann man auch einiges lernen für die Ethik oder eben für die Diskussion, die dann durchaus auch ein bisschen ernst, aber eben auch ein bisschen spielerisch sein darf. Was ich gerne heute mit euch machen würde, ist, nachdem wir uns hier ein bisschen aufgewärmt haben, zuerst mal eine Diskussion. Ich drehe mal alles auf den Kopf. Die Theorie kommt, wenn überhaupt, am Schluss. Also was ist eigentlich diese Cyberethik und wieso spreche ich von Cyberethik und beispielsweise eben nicht oder beziehungsweise nicht mehr von digitaler Ethik? Das würde ich allenfalls so als Bonus am Schluss machen. Wenn ihr viel Spaß an der Diskussion habt, dann werden wir auf die Theorie ganz verzichten. Ich werde natürlich, also mein Herz wird bluten, wenn ihr nicht mein Referat über Cyberethik hören wir. No stress, aber einfach merkt euch das, wenn es dann um die Abstimmung geht. Und am Schluss wollen wir natürlich auch schauen, ich habe euch versprochen, es auch ein bisschen was zum Mitnehmen geben für euch. Am Schluss schauen wir dann nochmal, ja, was haben wir jetzt eigentlich davon mitgenommen. Das Ganze in einer knappen Dreiviertelstunde noch. Wie gesagt, ich sage nicht wahnsinnig viel über das Thema Ethik. Die meisten von uns haben ja auch eine Intuition da. Mit der Intuition ist das so eine Sache, da sage ich ganz kurz nachher auch noch etwas dazu. Aber einfach zuerst mal Ethik allgemein, beziehungsweise eben digitale Ethik. Ist es jetzt eine Verhindererin oder eben sogar eine Visionärin? Häufig hört man ja eben auch in der Praxis, wenn man irgendwo was liest, die Ethiker sind so quasi die Feuerwehr. Also die werden gerufen, um das Schlimmste zu verhindern. Häufig so, wann kommt endlich ein Ethiker und sagt, diese KI muss abgestellt werden. Wann kommt endlich eine Ethikerin und sagt, das darf jetzt nicht mehr so weitergehen mit dem Datensammeln. Das ist so das, was man so häufig im Kopf hat. Das ist aber ganz grundlegend falsch. Ich bin nicht nur ein Fan von der Geschichte der Philosophie, ich glaube, die Philosophen haben häufig ein bisschen zu stark die Tendenz, sich auf die alten Griechen zu beziehen. Aber in diesem Fall möchte ich das doch gerne einmal tun, denn schon die alten Griechen, Aristoteles, Platon, haben gesagt, Ethik, das ist eigentlich die Wissenschaft und die Kunst und die Frage nach dem guten Leben.
Cyberethik in dem Fall ist für mich, so wie ich es verstehe, eben nicht das Verbot, sondern die Frage, wie können wir gut leben in einer dicht vernetzten Welt. Und damit ist dieser kurze Theorie-Input schon vorbei. Was möchte ich mit der Session hier erreichen mit euch? Zunächst einmal, ich werde euch gleich eine Menge Fragen stellen. Vielen Dank für alle, ich weiß nicht, ob jemand da sitzt, aber danke an alle, die Fragen eingereicht haben. Ich bin ziemlich sicher, dass da draußen jemand sitzt. Harry, hörst du mich? Ich habe deine Fragen gehört. Ich weiß, dass du nicht da bist, aber vielleicht hörst du uns zu. Habe Fragen gesammelt. Fragen übrigens nicht nur von euch, sondern auch, weil sich das so schön ergeben hat, dass ich jetzt gerade die erste Session hier mache, habe ich auch Fragen gesammelt zu allen Sessions, die es in den nächsten 2 Tagen gibt. Das ist dann quasi das dritte. Ich möchte nämlich euch gerne auch ein bisschen neugierig machen. Das heißt, ich habe versucht, aus Ethikersicht Fragen zu formulieren auf Basis des Programms. Wenn ihr dann noch wissen wollt, was die tatsächlichen Fachexperten dann inhaltlich dazu sagen zu diesen Themen, dann könnt ihr jeweils diese Sessions auch besuchen. Da freuen sich meine Kolleginnen und Kolleginnen sicher, wenn ihr da dabei seid. Wichtig ist aber eben zunächst mal, eure eigene Position zu klären in Bezug auf diese Frage. Auch ein bisschen eben argumentieren, das gehört zum kritischen Denken dazu. Und was ich natürlich toll fände, ist, wenn wir hier nicht alle gleicher Meinung sind, sondern wenn es eben auch andere Meinungen gibt und wir andere Argumente anfangs auch versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen. Es geht also, das ist so der erste Tipp vorweg, nicht darum, eine Lösung zu finden, das ist das, was der Philosophie häufig vorgeworfen wird, was aber auch eine der Stärken der Philosophie sein kann. Es geht eben nicht darum, hier mit einer Antwort rauszugehen, als alle, die jetzt hoffen, dass sie am Schluss einfach alles wissen, wie man es richtig tun muss. Geht jetzt bitte raus, ich bin nicht böse, mein Ego ist nicht gekränkt, wenn ihr gerne fixe Antworten haben möchtet, die werdet ihr nämlich nicht kriegen. Es geht eben vor allem um den Denkweg, der Weg ist das Ziel, oder wenn ihr es gerne in einem Fremdwort haben wollt, Philosophie und gerade auch Cyberethik in einer VUCA-Welt, das ist eben auch Ambiguitätstoleranz zu lernen, es lernen auszuhalten, wenn die Dinge eben nicht immer am Schluss ganz klar 0 und 1 richtig oder falsch sind. Das zweite ist, philosophische Fragen sollen das Hirn kitzeln und nicht Emotionen triggern. Ich habe bewusst die Fragen ein bisschen provokativ formuliert, teilweise auch. Schmeißt mir bitte keine Tomaten an, beziehungsweise lieber Tomaten als Eier oder wenn Eier ohne Schale, das ist weicher. Aber genau darum geht es in der Philosophie auch, Dinge mal ein bisschen unangenehm werden zu lassen, im Wissen darum, dass man das eben nur gedanklich macht. Da können mal auch Emotionen hochkommen natürlich, aber auch dann bitte einmal durchatmen und das auch wahrnehmen. Sehen, hier triggert mich etwas, was ist das? Auch darüber wieder nachzudenken kann spannend sein. Deshalb lade ich euch gerne auch ein, positioniert euch mutig, also ich werde euch gleich bitten aufzustehen, das sollte einigermaßen gehen, ich bin gespannt, wie wir das, also schmeiß bitte diesen Mikrofonständer da nicht rum, ich weiß nicht ganz genau, wofür der da steht, aber sorgt bitte dafür, dass die Technik am Schluss nicht böse ist mit mir. Aber ihr werdet euch hier gleich bewegen können in diesem Saal und positioniert euch da bitte wirklich auch ein bisschen mutig. Also wenn ihr so sagt, ja, eigentlich bin ich da recht neutral, geht gerne ein bisschen in die Extreme hier, wo wir uns gepflegt unterhalten und nicht dann auf Twitter, wo dann der Ton sehr schnell rauer wird. Und eben, auch der Intuition folgen ist hier durchaus mal okay. Also folgt einfach mal, positioniert euch zunächst vielleicht mal da, wo ihr euch zuerst seht oder das Gefühl habt, wo ihr zuerst seid. Ihr dürft jederzeit die Meinung ändern. Es ist nicht so wie an anderen Plattformen auch, ich habe die Meinung und ich werde die bis zu meinem Tod verteidigen, auch wenn es um gar nichts geht, sondern wenn ihr ein Argument hört, das euch überzeugt, geht ein bisschen stärker in die Richtung. Wenn ihr das Argument schlecht findet und euch in eurer Meinung überzeugt, geht ein bisschen weg davon, das dürft ihr jederzeit machen. Wenn ihr das Gefühl habt, so, die Frage ist jetzt beantwortet, ich habe eine Menge Fragen, wie gesagt, ich glaube, aber wir kommen so auf 2 bis 3 vielleicht, die wir hier beantworten können. Wenn ihr aber das Gefühl habt, so, jetzt ist genug diskutiert, diese Frage, ich möchte gerne zur nächsten kommen, dann geht ruhig einfach zur Seite, setzt euch vielleicht kurz hin, damit ich so ein Gespür bekomme. Die Frage ist jetzt beantwortet,
ich entscheide, wenn wir weitergehen. Aber ich nehme euch gerne ein bisschen wahr, um zu sehen, wie ihr das seht. Ja, manchmal muss man eben dann auch, wenn alle nicht mehr weitermachen wollen in der Philosophie, noch einmal nachhaken. Da beginnt es dann vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber auch spannend zu werden. Ich habe keine Ahnung, wir schauen, wie sich das... Ja, the revolution will be streamed. Ich hoffe, es gibt keine Revolution heute, aber es wird gestreamt jetzt. Also alles, was ich sage, wird gehalten. Je nachdem, so lange wie die Server des CCC Deutschland wahrscheinlich dann wieder halten werden. Wenn ihr in der Diskussion, wo ich auf euch zukommen werde und das Mikrofon auch zu euch halten werde, wenn ihr da nichts sagen wollt, eure Gesichter sieht man nicht, man wird jeweils nur die Fragen sehen, also ihr werdet nicht gefilmt, aber wenn ihr auch nicht gehört werden wollt, gebt mir das gerne bekannt, also scheucht mich da irgendwie weg. Ihr habt selbstverständlich das Recht, öffentlich zu schweigen. So, und damit geht's jetzt aber so richtig los. Ja, ich sehe, da ist jemand, möchte gerne schon aufstehen. Macht doch das. Ja, jetzt schauen wieder alle unschuldig. Steht gerne bitte jetzt auf, begebt euch so ein bisschen in den Mittelgang und wir wärmen uns jetzt ganz kurz auf. Mich nimmt nämlich Wunder, ich habe euch schon gesagt, wofür ich, was ich die Hauptfrage von Ethik finde. Aber mich nimmt jetzt durchaus auch noch Wunder, oh, das wird vielleicht ein bisschen eng, also schaut, dass ihr einander nicht umrennt hier, geht ein bisschen sorgsam miteinander um. Ich bin happy, dass so viele Leute da sind. Aber eben, das gibt ein bisschen engere Platzverhältnisse. Wenn ihr das Gefühl habt, Ethik, das ist doch eigentlich, was der da vorne erzählt, ist völliger Quatsch. Ethik ist vor allem eine Bremse. Dann geht jetzt bitte in Richtung des Fotografen, der gerade versucht, diskret ein schönes Bild zu machen. Und ich hole ihn jetzt da raus, sorry. Dann geht bitte so ein bisschen in die Richtung von Regie und Fotograf. Wenn ihr aber findet, nein, Ethik, das ist etwas, was befreit. Also hier an der Bühne, am Bühnenrand ist der Maximalpunkt. Ihr müsst nicht auf die Bühne rauf. Also genau, verteilt euch da bitte ein bisschen so im Saal. Da werden wir jetzt auch noch keine große Diskussion machen. Ich schaue einfach mal so, wie ihr da so dasteht. Ja, tendenziell, das ist, finde ich dann schon fast ein bisschen schade, wenn die Leute alle so positiv eingestellt sind. Vielleicht wird... Genau. Vielleicht wird es ja ein bisschen interessanter hier. Das ist eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle. Wird KI uns alle umbringen am Schluss? Dann, wenn ihr das glaubt, dann geht doch bitte wieder in Richtung des Saals da ganz am Ende. Wenn ihr das Gefühl habt, nein, KI, das wird paradiesische Zustände für uns bringen, wir werden nicht mehr arbeiten müssen und trotzdem ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und nur noch faulenzen oder Netflix schauen oder was auch immer, dann kommt bitte zu mir. Aha, ich sehe, da ist jetzt das, sehe ich ein gut schweizerisch neutrales Publikum tendenziell eher. Jetzt würde ich schon gerne nachfragen, aber das verkneife ich mir im Moment. Ich hoffe so, einig seid ihr euch nicht die ganze Zeit, denn jetzt gehen wir rüber. Und ich sehe aber, dass der Bildschirm hier noch nicht wechselt. Ah, das liegt aber wahrscheinlich an mir, Entschuldigung. Regie, das ist genau, ja, so jetzt... Ich, wie alle Philosophen, also und da glaube ich alle Leute sonst, ja, jetzt habe ich schon wieder ausgestellt, so, habe ich Entscheidungsschwierigkeiten. Es gab so viele gute Fragen, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte, welche nehme ich. Deshalb habe ich hier ein Glücksrad gebastelt und wir schauen jetzt einfach mal, welche und wie viele Fragen davon wir sehen. Seid ihr bereit? Ich freue mich sehr, dass genau diese Frage kommt. Wieso erzähle ich euch dann nachher? Aber jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, wenn ihr diese Frage lest. Findet ihr es okay, dass beim Unterschriftensammeln auf das geschriebene Vertrauen beim digitalen Weg aber höchste Ansprüche... Entschuldigung, ich muss nochmal anfangen, ich muss das richtig lesen. Ist es okay, dass ich beim analogen Unterschriftensammeln auf das geschriebene vertraue, beim digitalen Weg aber höchste Ansprüche an die Identifizierung der Person habe, also dass man sogar Umzüge oder so da messen soll? Also wenn ihr sagt, das ist okay, ja, finden wir, es braucht mehr Sicherheit oder Identifikation beim
digitalen Unterschriften sammeln, dann geht bitte zu mir oder kommt bitte zu mir. Wenn ihr sagt, nein, im Gegenteil, überhaupt nicht, es braucht eigentlich weniger, dann geht an die ganz andere Ecke des Saals. Und wenn ihr denkt, das sollte etwa gleich sein, dann nehmen wir das Mikrofon, den Mikrofonständer in die Mitte, dann haben wir hier auch schon als Mitte, dann haben wir hier auch schon einen schönen Grund dafür. Ah, da kommt jemand sehr. Da ist mehr, also das soll mehr Identifikation beim Unterschriftensammeln, das soll mehr Sicherheit geboten werden. Und ich gehe gerade mal zu diesem, du bist so vorher wirklich so dezidiert nach vorne gekommen. Magst du mir kurz sagen, was dich dazu bewogen hat, hier in die Richtung Sicherheit zu kommen? Also die Frage ist von mir. Super, das wollte ich eigentlich erst am Schluss dann sagen. Sehr gut. Entschuldigung, ich denke, politische Entscheide müssen legitimiert sein und das muss man entsprechend auch mit den möglichen Mitteln, die es heute gibt, auch so machen, also umsetzen oder versuchen umzusetzen. Gut, und wenn wir jetzt schon Werbung am Machen sind, du hast gleich nachher, glaube ich, die Session. Um 9 Uhr. Und verrätst du uns noch wo? Dann Blauen Saal. Im Blauen Saal um 9 Uhr könnt ihr mit Sandra weiter diskutieren. Ich bin jetzt aber gespannt, da stehen ja auch Leute ganz am anderen Ende der Skala. Ich schaue, ja, jetzt muss ich schon bald Millimetern. Wer steht? Ah, okay, da guckt jemand weg, möchte nicht interviewt werden, auch nicht, vielleicht doch. Ja, ich nehme das als Signal, ich möchte nicht öffentlich reden. Gut. Bauchgefühl, jetzt. Also nicht Datenschutz wegen, weil wir jetzt deine Stimme dann hören, sondern weil du nur warst. Super, gut. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Dein Bauchgefühl bitte. Ja, nein, ich habe einfach das Gefühl, wenn es in der in Real Life sozusagen nicht ganz klar identifizierbar ist, wieso soll es sonst sein? Also ich finde, man sollte nicht unbedingt irgendwie andere Zustände herstellen. Auch so die Überidentifikation kann potenziell auch gefährlich sein, ohne das jetzt weiter auszuführen. Eben, ist ein bisschen Bauchgefühl. Ich bin dir durchaus dankbar, dass du nicht einen allzu langen Monolog hältst. Das ist natürlich mir vorbehalten hier drin. Ich gehe mal ein bisschen so in die Mitte. Da möchte jemand nichts sagen. Ja, die Leute schauen da so ein bisschen eher so desinteressiert da. Ich wäre froh, wenn ihr mir so ein bisschen indigniert wegschauen, heißt für mich, ja, da gibt es was Interessantes. Aber wenn ihr wirklich aus Datenschutzgründen nicht gesagt habt, macht ruhig, winkt mir so ein bisschen ins Gesicht, damit ich weiß, die wollen aus Datenschutzgründen nicht. Alle andere frage ich, drücke ich das Mikrofon ganz ungefragt ins Gesicht. Du lachst noch ein bisschen, da komme ich doch gerne zu dir. Du bist nicht ganz bei den Extremen. Was sind deine Gedanken? Ich komme aus Deutschland. Es ist kein Problem, was mich tangiert. Ich komme aus Deutschland und das ist kein Problem, was mich tangiert, weil ich bei Umfragen nicht gefragt werde. Deswegen habe ich da keine Meinung zu. Deswegen stehe ich in der Mitte. Also wenn du nichts sagen darfst, hast du auch keine Meinung. Das finde ich schon eine interessante nächste Meinung eigentlich, über die wir gut auch sprechen könnten. Aber ich gehe jetzt da noch ein bisschen so eher in die Sicherheitsrichtlinie. Ja, ich bleibe gleich mal bei dir. Du bist für mehr Identifikation als auf dem postalischen Weg. Ja, intuitiv. Also das ist ein demokratischer Prozess, der legitimiert sein muss und die Gefahr halt, im digitalen Raum Unterschriften auf großer Ebene zu fälschen, denke ich, ist einfach größer als im Analogen. Und deshalb ist es legitim, dass da mehr Sicherheitshürden drin sind. Da habe ich gerade Zustimmung gehört. Ich würde jetzt gerne nach hinten gehen und zurückfragen. Aber wir machen es hier jetzt nicht zu lang. Wir haben ja noch eine Menge Fragen. Und deshalb geht es hier gleich weiter. Wie gesagt, Sandro freut sich, wenn ihr dann mit ihm vielleicht noch weiter diskutiert, aber ich drehe noch mal am Glücksrad. Ah, das ist ein schöner Klassiker. Alle, die finden, ja, lasst uns die Roboter schlagen. Ich habe kürzlich einen Kurzfilm gesehen, wo jemand einen Roboter zum Fenster rausgeschmissen hat und dafür dann zur Kasse gebeten wurde. Schlagt Roboter gnadenlos oder zumindest hemmungslos, kommt bitte hierhin. Und alle, die denken, nein, auch Roboter haben vielleicht eine gewisse Würde. Wir schauen dann, was die Argumentationen sind. Aber ich finde, nein, keine Roboter schlagen. Die gehen bitte in die andere Richtung. Und da ergeben sich offenbar schon interessante Korrelationen mit der vorherigen Umfrage. Ich gehe jetzt nicht bei den ganz Hemmungslosen da dazu, da bewegen sich Leute noch. Genau. Okay, ich sehe, da möchte jemand doch, du möchtest doch nochmal sprechen. Also, du findest, ja, Roboter darf man
schlagen. Ja, nein, eben, es heißt ja hier Roboterhund und die haben ja je nachdem eine ganz bestimmte Funktion. Also allgemein Roboter finde ich überhaupt nicht. Nein. Was ist der Unterschied zwischen einem Roboter und einem Roboterhund? Ja, also okay. Ganz spezifisch gibt es ja zum Beispiel Roboter, die aussehen wie Frauen und die extra dafür gemacht werden. Im Bereich der Prostitution. Und dass die dann geschlagen werden, das halte ich für gefährlich, weil es etwas normalisiert, was nicht gut ist. Aber Hunde schlagen? Die sehen ja nicht aus wie Hunde. Ich meine, das sind ja praktisch so Röhren mit Kameras drauf. Also das versteht man ja unter einem Roboterhund. Darum finde ich, wenn's ein echt, wenn der wirklich dann so aussieht wie ein Hund, dann finde ich es auch nicht gut, weil es etwas normalisiert. Okay, vielen Dank für diese dezidierte, mutige Meinung. Ich gehe, jetzt wollte ich gerade sagen, an den Feiglingsreihen vorbei, aber das war auch, man sollte das Publikum, muss immer vorsichtig sein mit Publikumsbeschimpfung. Linda, jetzt habe ich den Namen gesagt, aber magst du mit mir sprechen? Du bist eher ein bisschen skeptisch, aber auch nicht so, fass nie einen Roboter an. Also ich denke, dass der Roboter kaputt gehen würde und dann ist das Materialverschwendung und Arbeitszeitverschwendung, wenn man entritt. Okay, aber so grundsätzlich aus moralischen Gründen, weil ein Roboter vielleicht auch, ich habe vorher das Wort Würde schon gebraucht, das findest du, das wäre kein Problem? Ich glaube nicht, dass ein Roboter eine Würde hat. Gut, vielen Dank. Da gehe ich noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich sehe ein lachendes Gesicht auch hier wieder. Glaubst du, dass Roboter eine Würde haben? Na, sie können zumindest eine symbolisieren, also so ein Kranomorpher, nee, Kyomorpher Roboter. Dem würde ja auch eine Eigenschaft zugeschrieben, die wir sonst dem Hund zuschreiben. Und den anthropomorphisieren wir ja sogar. Also ist das Treten eines Symbols für mutmaßlich positive Emotionen vielleicht ethisch nicht so schön. Abgesehen davon könnte der Hund ja beschließen zu explodieren, wenn ich ihn trete, wenn sein Konstrukteur das vorgesehen hat. Okay, da haben wir auch ein schönes egoistisches Motiv durchaus noch dabei. Das gehört auch ein bisschen zur Ethik. Wir haben viel, ich fühle mich schon ein bisschen daheim hier bei den alten Griechen, anthropomorph, also wir vermenschlichen. Ich mache Technikphilosophie an der TU Dresden, sorry. Alles klar, sehr gut. Ja, vielen Dank, das freut mich natürlich. Ein Roboter, der explodiert. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen da hierhin. Ja, da stellt sich jemand mir schon fast in den Weg. Jörg. Du bist so verhalten pro Schlagen von Roboterhunden. Also es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie ihre künstliche Intelligenz oder ihr Eigenleben ausprogrammiert ist. Also das wird von dem her eine schwierige Frage sein. Und dann ist natürlich immer die Frage, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang. Also ein Trainingsroboter für einen Boxkampf, den muss ich ja schon fast schlagen. Das kommt wirklich darauf an, wie gut ist er, eben ein Eigenleben zu haben. Das ist für mich ein bisschen die Frage. Die heutigen Roboter, finde ich, sind noch nicht so weit, dass sie eine eigenständige Persönlichkeit darstellen könnten. Aber ob ich in Zukunft jeden Roboter, sagen wir, das Telefon als solchen erkenne, ich weiß es nicht. Also für dich wäre das Maß, das Entscheidungsmaß eigentlich, hat der Roboter eine Form von Eigenleben, eben eine Persönlichkeit in gewissem Maß, wie auch immer also, das heißt. Wir unterscheiden ja auch bei Tieren, auch wenn wir das nicht wollen, aber eine Spinne behandeln wir anders als einen Hund. Es sind beides Lebensformen, aber es sind eine deutlich andere Art von Selbstwahrnehmung, wenn überhaupt. Ja, vielen Dank für diese Differenzierung. Das ist natürlich, auch wenn ich da sehr provokativ jeweils formuliere, genau darum geht es ja letzten Endes auch. Trotzdem, du würdest dich vielleicht wundern, hier findet eine Seitendiskussion gerade statt, sehe ich. Du würdest dich vielleicht wundern, ich habe gerade kürzlich gehört, dass ein Entwickler, ein Ingenieur gesagt hat, ja, was ist das Problem mit Ethik von selbstfahrenden Autos? Einfach eine Bremsautomatik einprogrammieren und dann ist das alles okay. Und deshalb glaube ich eben, ist es wichtig, dass wir solche Dinge auch ein bisschen differenzierter anschauen. Also freue ich mich, wenn du sagst, das war eine schwierige Frage und nicht, das lösen wir einfach so schnell mit zwei Zeilen Code. Damit zur nächsten Frage. Da muss ich vielleicht noch kurz etwas dazu erklären. Überlässt man destruktiven Kräften das Feld, wenn man sich von Twitter zurückzieht? Ich höre schon Lacher im Feld, ihr dürft euch gerne positionieren, während ich das noch ein bisschen ausführe. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass Twitter vor, ein gutes halbes Jahr, ein bisschen länger schon, übernommen wurde von jemandem.
der seine ganz eigenen Vorstellungen zum Beispiel auch von Meinungsfreiheit hat und die jetzt durchsetzen will. Die Folge jedenfalls war, dass sich viele Leute aus Twitter zurückgezogen haben und in Richtung Fediverse abgewandert sind, also auf Mastodon. Und mich interessiert jetzt da, ja, ist es eigentlich okay, wenn wir das tun oder ziehen wir uns da, geben wir einfach das Feld preis? Haben wir nicht auch eine gewisse Pflicht? Und wenn ihr denkt, ja, wir haben eine gewisse Pflicht, dass wir uns eben auch verteidigen, dass wir freie Räume und konstruktive Diskussionsräume verteidigen, das hat auch mit Demokratie zu tun. Wenn ihr denkt, wir haben diese Pflicht, dann kommt ihr bitte hier in Richtung Bühne. Und wenn ihr sagt, nein, raus hier und es ist völlig okay, wenn wir ins Fediverse abwandern, dann geht ihr Richtung Ende des Saals. Ich sehe da eine interessante Wanderungsbewegung. Darf ich gleich mal, es hat jetzt ein bisschen Mut vielleicht gebraucht, da können so alle gehen so da raus, dafür darfst du jetzt das erste Wort haben. Du glaubst, nein, man muss auch ein bisschen Standfestigkeit beweisen. In der Theorie ja, in der Praxis sieht es bei mir so aus. Ich bin Sinologin und weiß, dass viele, die ganzen Proteste in China beispielsweise, die liefen über Twitter, die ganzen Verabredungen und meine ganzen Informationen aus Asien, aus dem Untergrund mehr oder weniger, die kommen alle über Twitter rüber, deshalb halte ich Twitter die Stange aus diesem Grund. Okay, also wenn ich das so zusammenfasse, ich verstehe das so, dass das heißt, ja okay, gewisse Leute haben gar keine anderen Möglichkeiten und deshalb bleiben wir auch da. Ja. Vielen Dank. Ja, immer so in die Extreme gehen. Ich bleibe doch da mal so ein bisschen in die Mitte, in der Mitte hier. Möchtest du etwas sagen dazu? Du bist eher so ein bisschen skeptisch. Hast du einen Mastodon-Account? Ja, natürlich. Ich habe sowohl einen Twitter-Account als auch einen Mastodon-Account. Und du bist noch auf beiden Plattformen? Ja, aber noch nicht so aktiv auf Mastodon, weil es gibt noch nicht so viele Leute. So. Aber ja, also ich würde eher sagen, dass die Felder sind wie, sie verändern sich, oder? Einige Felder, es kommen neue und andere gehen weg. So, es ist wie, ich sehe etwas Fluides und ich denke, momentan, ich sehe das, ja, ich würde sagen, man sollte schon langsam auf Mastodon, aber es ist ein Prozess und es kann nicht von heute auf morgen gehen. Und momentan eben die, ich denke, eine Social Network, das Wert ist von wie viel, sehr viel gegeben, von wie viele Leute sind auf diese sozialen Medien und wie gut kann man sich vernetzen mit diesen Leuten. Momentan hat es noch die meisten Leute in Twitter und so. Ich denke, es ist auch okay, noch auf Twitter zu sein. Okay, also weil viele Leute da sind, darf man auch noch auf Twitter sein. Und die, die so extrem da tun, die da oder da sind, Pflicht oder nein, weg, das sind eigentlich die Extremisten, die findest du gar nicht so. Das unterstelle ich dir jetzt natürlich, das unterstelle ich dir. ja, es ist ein Prozess, das nehme ich gerne mit, aber hier steht jemand sehr klar gegenüber der Person da, die drüben gesagt hat, nein, es ist auch wichtig, dass wir in Kontakt bleiben mit Leuten, die keine andere Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Das siehst du ganz anders. Ja, ich bin ja der Meinung, dass Twitter verschwinden soll. Und deshalb ist es richtig, da wegzugehen. Und wenn da nur noch diese destruktiven Kräfte bleiben, dann vernichtet sich Twitter umso schneller selbst. Okay, also für alle Lateiner, die zuhören, Ed Ketterum kennen Sie ja Twitter am Delendom-Esse. Ja, gut, vielen Dank. Twitter soll verschwinden. Ich bin natürlich auch wieder ein bisschen gemein. Also wenn jetzt etwas nicht so richtig funktioniert, dann schalten wir das einfach ab. Ist das eine gute Lösung, Dinge so zu behandeln? Ja, wenn etwas nicht funktioniert, soll man es abschalten. Warum nicht? Ich meine, es hat ja keine Seele. Ne? Also wenn wir sagen, bei unserer Demokratie knapp 40% Wähleranteil, das funktioniert ja nicht so richtig. Abschaffen. Das ist was anderes. Das ist eine andere Frage. Jetzt würde es wahnsinnig spannend werden hier. Vielen Dank. Wo sind denn die anderen Fragen? Da geht man ja bei der Philosophie eben genau, da geht man auch in die Tiefe. Jetzt hat mir aber meine Moderatorin, ich sehe sie gerade nicht, wo sie ist, aber genau, ja, sie winkt schon, denn wir sind jetzt schon, wir haben immerhin, glaube ich, 3 oder 4 Fragen so ein bisschen geschafft, Impulse zu geben, wo wir eben auch in die Tiefe gehen könnten. Es sind ja mit der Zeit schon so weit fortgeschritten, dass ich euch, jetzt gehe ich da nach oben, damit ihr euch frei bewegen könnt, wo ich euch fragen muss, möchtet ihr noch weitere Fragen oder 1, 2 Fragen kriegen wir noch rein bis kurz vor 8 beantworten? Möchtet ihr lieber diskutieren oder soll ich euch jetzt doch noch erzählen, wieso ich über Cyberethik spreche und was das meinem Verständnis nach, und nicht nur meinem Verständnis nach, überhaupt ist?
Alle, die jetzt finden, wir machen es auch ganz einfach so, alle, die finden, ja, wir möchten jetzt gerne noch ein bisschen berieselt werden von der Theorie, das war jetzt schlechtes Marketing. Alle, die denken, wir möchten jetzt noch einen spannenden Vortrag hören, die setzen sich jetzt einfach gleich hin, und alle, die denken, wir möchten noch gerne ein bisschen weiter diskutieren, die bleiben stehen. Das ist Demokratie mit Füßen nicht getreten, sondern gewählt. Genau, jetzt muss ich natürlich da wieder den Bildschirm anpassen. Und der kommt dann hoffentlich auch gleich, ja. Jetzt kommt das kleine Rädchen, das einen immer sehr freut. Ja, wunderbar, da sind wir weiter. Genau, Cyberethik. Was ist das überhaupt? Und wieso spreche ich eben von Cyberethik und weniger von digitaler Ethik? Übrigens machen wir hier bitte keinen Glaubenskrieg. Also das ist letztlich auch eine akademische Unterscheidung. Aber ich spreche gerne von Cyberethik und nicht von digitaler Ethik, weil ich mega digital kompetent. So, jetzt habe ich wieder die richtigen Folien auch bei mir, damit ich sehe, über was ich überhaupt spreche hier, und bin schon eins zu weit gegangen. So, grundsätzlich ist es ja nicht so überraschend, dass Digitalisierung, der digitale Wandel, aber eben wenn man Digitalisierung als Wort braucht, ja logisch, da geht es mal um Technologie. Das ist sicher auch richtig, also das Fundament der Technologie, das wird auch niemand bestreiten, wenn wir von Digitalisierung sprechen. Was dann schon mehr Leute ab und zu tatsächlich vergessen, ist, dass es eben auch um Gesellschaft geht, also um, ganz korrekt müsste ich hier sagen, Individuum und Gesellschaft. Aber wie gesagt, das ist nur ein kurzer Crashkurs eigentlich. Deshalb vereinfachen wir das hier einmal so ein bisschen. Aber eben, es geht auch darum, wie prägen sich diese Dinge gegenseitig. Also Technologie, die entsteht, hat einen Einfluss darauf, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Und umgekehrt fördern und fordern wir als Gesellschaft natürlich auch Entwicklungen, die sich dann in technologischen Innovationen oder allenfalls auch Rückschritten weiter niederschlagen. Also diese beiden, ich würde es nicht Pole nennen, aber diese beiden Komponenten sind also sehr wichtig. Aber wie verbindet sich das Ganze jetzt, und eben wieso komme ich dann mit dieser Vorsilbe Cyber dazu? Das sind drei Komponenten, die ich so für zentral halte in diesem Zusammenhang. Zum ersten Mal geht es um Vernetzung. Für die allermeisten Leute, und da sind wir hier vielleicht ein bisschen in einem Sonderfall, aber für die meisten Leute ist Digitalisierung eben nicht in erster Linie als Technologie spürbar, sondern die gesellschaftlichen Folgen, dass sie jetzt beispielsweise viel einfacher mit ihren Verwandten in Australien telefonieren können via WhatsApp. Oder dass sie eben sich vor einer Reise auf Instagram anschauen können, wie sieht mein Reiseziel aus, wie sieht vielleicht sogar mein Hotel aus, und das nicht mehr mühsam im Reisebüro nachfragen müssen. Das heißt, die Welt ist viel kleiner geworden, sie ist viel stärker vernetzt geworden durch Technologie, und das hat eben wieder eine gegenseitige Wirkung. Natürlich auch hier wieder, also die Vernetzung können wir auch sehr wörtlich nehmen auf der digitalen Ebene, also die Vernetzung von Computern untereinander. Die Grundidee des Internet, übrigens hier, die Frage ist nicht gekommen, die hätte ich auch gerne mit euch diskutiert, aber zur Geschichte des Internets gibt es dann auch noch eine Session, aber eben in der Geschichte des Internets beginnt das ja mal eben auch mit sehr handfester Vernetzung von Kabeln zwischen Computern und geht dann eben weiter auch in eine gesellschaftlich stärker vernetzte Welt. Das Zweite, was mir wichtig erscheint im Zusammenhang eben, deshalb spreche ich auch von Cyber, da steckt natürlich auch ein bisschen Cybernetics oder Kybernetik drin, Systemtheorie, das ist kein wirklich neues Feld, wie übrigens KI auch nicht, ich überlege gerade, das ist so, ich glaube Ende der 40er Jahre, wurde die Kybernetik aus der Taufe gehoben. Und ich denke auch, in einer zunehmend vernetzten Welt ist es eben auch wichtig, dass wir stärker in Systemen denken, dass wir nicht mehr nur so, ich sage immer so die Froschperspektive auf die Digitalisierung, jetzt war ich gerade wahrscheinlich verschwunden von der Kamera, aber so geht das dann eben, man hat dann nicht mehr alles im Blick oder hat eben nur sehr kleinräumige Dinge im Blick. Ich werfe jetzt vielleicht gerade so eine Lunte aufs Ölfass,
Aber ich kann mittlerweile Diskussionen über ChatGPT schon fast nicht mehr hören, weil ich eben denke, ja, die sind immer so mega kleinräumig. Und wie davor, gerade an meinem letzten provokativen Beispiel, ich hoffe, mein Gesprächspartner nimmt mir das nicht übel, wie ihr davor gesehen habt, wenn man da ein bisschen vernetzt denkt, merkt man plötzlich, ah, Moment, da kommen Dinge zusammen, die eigentlich tatsächlich so man sich in erster Linie nicht so denkt, aber die dann eben doch eine Rolle spielen können. Und als Drittes, was ich auch wichtig finde, ich bin froh, ist zumindest eine Sinologin da, sind nicht nur technologisch geschulte und interessierte Leute da. Weil Kultur, finde ich, darf man nicht unterschätzen. Natürlich, jetzt kommt der Philosoph, jetzt kommt der Geisteswissenschaftler, der da sofort von Kultur spricht in Zusammenhang mit Technologie. Aber, wie ich gesagt habe, das prägt sich ja auch gegenseitig. Und wenn ich hier nochmal aufs Wort Cyber ganz wörtlich zurückkomme, vielleicht kann ich da kurz auch ins Publikum noch fragen, so viel Zeit ist auf jeden Fall noch. Was sind Wörter mit Cyber, die euch so spontan in den Sinn kommen? Ruft die einfach rein, ich wiederhole sie dann im Mikrofon, damit sie alle hören. Cyberspace, ja. Übrigens ganz spannend, vor Zuckerbergs großer Metaverse-Rede im Oktober 2021, war Cyberspace immer noch der dominierende Begriff, wenn man so das Internet ein bisschen cooler beschreiben wollte. Dann hat Metaverse, schaut Google Trends, massiv zugenommen. Cyberworte? Cyborg, ja. Cybercrime? Cybersicherheit, ja. Cyberwarfare. Keine Gamer hier. Cyberpunk hat niemand gesagt. Jetzt kommt's natürlich. Also zum einen vielleicht, was euch gleich auch auffällt, es sind tendenziell immer so noch die, also Cybercrime, Cybersecurity, Cyberwarfare, häufig sind es eher noch so ein bisschen negativ behaftete Begriffe. Ich hoffe, Cyberethik kann das ein bisschen in die andere Richtung drücken natürlich. Cyberpunk, weiß ich nicht, ist für die einen vielleicht positiv, für die anderen negativ. Aber Cyberpunk ist ein ganz wichtiger Begriff auch. Weiß jemand, woher der stammt übrigens? Keine Literaturwissenschaftler hier. Okay, doch, da ist jemand. Ich steige noch mal kurz von der Bühne. White, den zweiten Teil vom Buchtitel weiß ich nicht mehr. Nein, Snow Crash. Gut, das waren so 30% Chancen. Snow Crash, das ist da wurde der Begriff Metaverse geprägt. Snow Crash ist 1992 erschienen. Der Begriff Cyberpunk oder die Cyberpunk-Bewegung, die ist noch älter. 1984 erschien ein Buch, ein Kultbuch auch, das im Moment gar nicht mehr so im Gespräch ist, interessanterweise. Neuromancer von William Gibbons. Dort wurde eben auch der Begriff Cyberspace, nicht Metaverse, Cyberspace geprägt. Und da seht ihr eben auch, also Gibbons selber, der hat übrigens dann später mal gesagt, er hatte damals eigentlich noch gar keine Ahnung von diesem digitalen Zeug, eben er war eher so in dieser Punk-Reggae-Alternativszene unterwegs, aber dieses Buch wurde dann von den Nerds, ihr verzeiht mir den Begriff, aber von Leuten, die eben eine Ahnung hatten damals, sehr stark rezipiert und dementsprechend hat da plötzlich eben die gesellschaftliche Dimension, also dieses Buch von jemandem, der gar nicht so nah drin war, auch das Denken über Technologie sehr geprägt. Jetzt bevor ich da aber doch in eine ins längere Dozieren reinkomme, hoffe ich, dass ich euch damit ganz kurz einen Einblick geben konnte, wieso ich eben es sinnvoll finde, von Cyberethik zu sprechen, weil Dinge eben vernetzt sind, in Systemen gedacht werden sollte und weil eben Kultur und Technologie da auch zusammengehören. Damit wäre ich schon fast am Schluss. Die Dinge sind natürlich untereinander auch nochmal vernetzt, aber da, das wäre dann ein anderes Thema, auch das hier, da mussten wir heute gar nicht darauf zurückgreifen. Und ich möchte euch jetzt eigentlich ganz kurz bitten, tatsächlich noch in euch zu gehen für 2-3 Minuten. Ich habe jetzt einen kleinen logistischen Fehler gemacht. Ich habe nämlich die Kärtchen, wo ihr draufschreiben sollt, sind jetzt hinten. Ich hatte Katja gebeten, die an euch zu verteilen. Und schreibt doch ganz kurz auf, habt ihr irgendetwas mitgenommen jetzt aus dieser kurzen Impuls-Session? Das war vielleicht für die einen angenehm, dass da eben nicht stundenlang Philosophie betrieben wurde, sondern dass wir so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben.
Wie, wenn ihr vertiefen wollt, da sage ich dann auch noch gleich etwas dazu. Aber vielleicht habt ihr ja da einen Impuls mitgenommen oder eine Inspiration, vielleicht auch einen neuen Gedanken. Schreibt den gerne auch auf, den kann ich dann gerne mitnehmen. Ja, es gab, glaube ich, sogar eine Frage, da erinnere ich mich jetzt gerade schon nicht mehr dran. Es gab eine Frage, wo ich gedacht habe, ah, dieses Argument, das will ich mir dann auch noch anschauen. Oder eben, wenn ihr auch neue Fragen habt, als Philosoph lebe ich quasi von Fragen. Finde ich viel spannender als Antworten. Also gebt mir gerne auch eine Frage mit. Ihr könnt dann beim Rausgehen die Zettel auch, ich sage das jetzt einfach hinten da, an diese Kästen knallen. Ich hoffe, das Volkshaus hat da nichts dagegen. Und ich lasse sie dann auch da ein bisschen noch hängen, damit ihr auch schauen könnt, was haben da andere dazu gedacht. Ja, und ich bin sogar besser in der Zeit, als ich gedacht hätte. Deshalb schweige ich jetzt ganz kurz für eine, zwei Minuten, um euch Zeit zu geben, da kurz was zu notieren. Ja, du sie hinterher, das würde ich gerne. Ja, das ist ein Thema im digitalen Zeitalter. Hat jemand noch einen Stift? Ich sehe noch nachdenkliche Gesichter, das freut mich natürlich. Ihr dürft gerne auch noch weiterschreiben, während ich hier ganz zum Schluss komme. Eben, das war natürlich jetzt sehr kurz, eine Dreiviertelstunde ist in Philosophenzeit gar nichts, aber jetzt genug der Philosophenwitze, gleich seid ihr mich los und könnt den Rest des Festivals hoffentlich genießen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust machen auf die eine oder andere Session eben auch und die auch kritisch zu hinterfragen, konstruktiv kritisch bitte. Das sind alles Experten und Expertinnen in ihren Feldern und die haben sicher Spannendes da auch zu berichten. Wenn ihr jetzt aber sagt, ja, ich habe eigentlich noch Lust auf mehr Cyberethik, die eine oder andere Frage würde ich gerne vertiefen oder es hat ja noch ein, zwei Fragen auf dem Glücksrad. Hier, wenn ihr diesen QR-Code abfotografiert und die Webseite da besucht, da habt ihr das Glücksrad nochmal vor euch, da könnt ihr alle Fragen nochmal durchgehen und durchspielen, wenn ihr Lust habt. Ihr dürft das gerne auch während des Festivals machen, das sollte einigermaßen mobil funktionieren und haut doch gerne auch mal jemanden an, diskutiert die eine oder andere Frage mit der einen oder anderen Person. Es gibt, da erinnere ich gerne nochmal dran, vom Festival Organisationskomitee her, es gibt diesen grünen Saal hier im Volkshaus, der offen ist für spontane Sessions. Da könntet ihr zum Beispiel das auch machen. Übrigens ich, sofern ich gerade nicht andersweitig beschäftigt bin, bin natürlich immer zu haben für solche Diskussionen. Ihr dürft mich auch gerne in den grünen Saal zerren oder irgendwo beim Apero, wo auch immer, mit mir diskutieren. Und ihr sagt, ja, das ist cool, aber ich will das auch noch weiter machen als nur während des Winterkongresses. Ich publiziere regelmäßig unter dem Hashtag Philofragen solche Fragen, teilweise auch noch ein bisschen anders gelagert, also geht es natürlich dann noch ein bisschen weiter, vor allem auf Twitter, ja, ich bin auch noch dort und auf LinkedIn finden diese Diskussionen statt, also wenn ihr Lust habt, folgt diesem Hashtag, diskutiert da mit. Wenn ihr sagt, na, auch das ist mir noch nicht genug, ich fand das jetzt mal so einen spannenden Ansatz, aber eben das hat mir erst Appetit gemacht. Ich finde eben die Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion enorm wichtig über den digitalen Wandel, dass wir die nicht nur sogenannten, auch selbsternannten Experten und Expertinnen überlassen. Ich finde es wichtig, dass
auch Entwickler, Entwicklerinnen, dass UX-Designer und UX-Designerinnen ebenso da mitdiskutieren wie Leute, die aus ganz anderen Ecken kommen, also die vielleicht Bäcker oder Bäckerin sind oder was auch immer. Und ich habe zwei Diskussionsformate dafür auch lanciert. Zum einen veranstalte ich physisch philosophische Cafés in Zürich im Moment und zum anderen gibt es jeden zweiten Freitag einen virtuellen Open Space Cyberethik, wo wir auch jeweils Themen dann vom Publikum, also das geht ganz Barcamp-mäßig, über Mittag nehmen wir eine Stunde Zeit, um ein Thema zu diskutieren, das jemand mitgebracht hat. Wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr gerne entweder auch, ich glaube auf der Webseite unten hat es auch ein Formular, wo ihr euch eintragen könnt. Die, die lieber nicht sich online eintragen, ich habe hinten noch ein Blatt Papier deponiert, wo ihr euch auch eintragen könnt und Infos erhalten könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Und ihr dürft natürlich auch jederzeit euch gerne direkt einfach mit mir vernetzen auf der Plattform eurer Wahl und eures Vertrauens, wollte ich gerade sagen. Aber wer vertraut heutzutage schon noch einer Plattform? Auch das schon fast eine ethische Frage, die ich jetzt aber nicht mehr mit euch diskutiere, sondern euch in den Rest des Festivals entlasse und euch noch viel Vergnügen wünsche. Thank you.